Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Kraft-Computerschmiede und zwar mit dem Aorus Gamer PC Intel i9 13900K. Dahinter sind nur weitere Specs, gehen wir gleich noch weiter drauf ein, für 2198,90 €. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP SCD Keys vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 25% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar Aktivierungseinstellungen, fügt dort den Code ein und dann habt ihr ein aktiviertes Windows. Für weitere Informationen und Produkte schaut gerne mal in der Videobeschreibung vorbei. Das System wurde uns vorgeschlagen von Gladiator bei uns im Videovorschlägekanal und das schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Das Bild ist einfach nur das Gehäusebild, was auch völlig fein ist. Ihr könnt es in schwarz oder weiß bestellen. Zur Info, das Gehäuse in weiß ist glaube ich 2 Euro billiger als das schwarze. Wir haben jetzt das schwarze in den Warenkorb getan, gehe ich gleich noch näher drauf ein. Ansonsten haben wir hier nur weitere Bilder von der Hardware, also die Wasserkühlung, Mainboard und solche Sachen. Das ist schon in Ordnung so. Bevor wir uns das System aber weiter anschauen, eine kurze Info. Ich hatte vor einigen Tagen über Alternate ein Video gemacht, über diesen Alternate Attacks PC für 2599 €. Da ist ja als Ergebnis rausgekommen, dass der halt in meinen Augen zu teuer war und dass andere Anbieter dementsprechend bessere Angebote haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt gewollt war oder nicht, ob es durch das Video kommt, ist mir auch relativ egal. Das System gibt es jetzt für 2299 €. Das ist auch begrenzt, läuft noch 11 Tage, Stand jetzt, wenn das Video released wird, wahrscheinlich noch 9 oder 10 Tage, muss ja noch geschnitten werden und so weiter. Dafür ist das eigentlich echt gut. An der Konfiguration hatte ich gar nicht groß was zu mäkeln. Das war schon soweit alles fein. Klar, es sind teure Komponenten, ganz klare Sache. Ihr kriegt auch mehr Leistung fürs Geld, müsst dann aber ein paar Abstriche machen bei der Qualität. Und ich finde, für den Preispunkt ist es gegenüber Geissholz echt gut. Wer also wirklich so ein krasses Gehäuse haben will, ein krasses Mainboard und die ganzen Geschichten, für den Preis kann man das durchaus machen. Und ich habe auch nicht mit denen gesprochen oder so. Ich hatte das Gefühl, dass einige Mitarbeiter von Alternate bei mir in den Kommentaren geschrieben haben. Ihr könnt ja nochmal gucken bei dem Video, weil das echt merkwürdige Kommentare waren, die ich sonst nie habe. Ich habe ja auch Alternativen gezeigt. Vielleicht ist das die Reaktion darauf. Ich kann es euch nicht sagen, aber für den Preis ist es fein. Und nun gehen wir auf das System von der Kraft Computerschmiede ein. Wir haben hier ein ganz, ganz großes Problem bei dem System. Und zwar ist es so, man weiß nicht genau, was man bekommt. Also ich habe jetzt eine Liste erstellt, wo quasi das fast teuerste bei rumkommt, damit wir einen Preispunkt haben. Aber das ist ganz, ganz verwirrend, das Angebot. Nur mal als Vergleich. Wir haben hier oben stehen 16 GB DDR5, 500 GB M.2, RTX 3070 8 GB. Jetzt steht hier allerdings 32 GB DDR5, eine 1000 GB Festplatte. Dann steht hier auch ein Netzteil mit 850 Watt. Dann haben wir hier eine 3060 anstatt einer 3070. Und hier unten hat das Netzteil nur noch 800 Watt. Dafür haben wir aber 32 GB DDR5, 6000 MTS, 2x8 GB. Also 2x8 ist für mich 16. Ich habe trotzdem 32 GB reingepackt. Aber es sind halt hier scheinbar 2x8 oder eben 32. Vielleicht ist die Festplatte auch wieder nur eine 500 GB, weil ganz oben steht 500, dann steht in der Mitte 1000, unten nochmal 500. Theoretisch hätte 500 somit gewonnen. Aber nein, wir haben 1000 GB reingepackt. Einfach nur, um auf der sicheren Seite zu sein. Hier steht auch wieder 500. Also 500 hätte definitiv gewonnen, aber oben steht halt auch 1000. Was auch ganz cool ist, wir haben hier 4x8 GB, also nicht mehr 2x8, sondern 4x8, ergibt ja 32. Kingston Fury Beast RGB 16 GB Kit DDR5 6000. Wenn es ein 16 GB Kit ist, dann sind es 32, aber nicht 4x8 gleich 32, sondern 2x16 gleich 32. Also ich hatte echt Probleme mit dieser Beschreibung. Und ich persönlich finde einfach, wer sich bei der Website und bei der Angebotserstellung schon so viel Mühe gibt, ich will nicht wissen, was da für ein PC bei rumkommt. Also wenn man sich da schon fünfmal vertut bei einer Komponente, dann würde ich den PC dort nicht kaufen. Aber wir gucken uns gleich den Preis an. Starten wir auch erstmal mit dem Prozessor. Das ist ein Intel i7 13900K. Der hat 24 Kerne, 32 Threads, 125 Watt TDP bzw. 253 Watt im Turbo. Die Sache ist die, man muss das im Mainboard begrenzen, sonst pfeift er sich halt einfach über 300 Watt rein. Und das ist dann selbst für eine 360er Wasserkühlung irgendwann ziemlich knapp. Zumindest das Ding irgendwo in seinen Temperaturgrenzen zu halten. Ansonsten unterstützt der DDR4 3200 MTS oder DDR5 5600 MTS. Die Intel-Dinger, wenn ihr nur zwei Riegel benutzt, ganz locker 6000 MTS, 7000 MTS, das fressen die alle.
Intel an und für sich ist jetzt aktuell ein bisschen schwierig. Ihr habt mit Sicherheit, also die meisten von euch, die Problematik festgestellt, dass die Dinger überschnell altern. Jetzt gibt es natürlich schon BIOS-Revisionen, dass gesagt wird, die und die Werte werden begrenzt und dementsprechend, ja, wird er halt nicht so schnell altern. Aber die Dinger saufen auch einfach zu viel Strom. Wenn ihr zocken wollt und wirklich nur zocken wollt mit der Kiste, hier und da ein bisschen Videoschnitt und so machen wollt, dann könnt ihr auch AMD nehmen, die fressen weniger als die Hälfte. Und wie gesagt, dieses überschnelle Alter, ich finde es einfach schwierig aktuell. Das ist ein sauguter Prozessor. Den kann man sogar übertakten, ist ja der 13900K. Aber finde ich im Moment nicht so toll. Aber hier ist er drin. Wer Bock drauf hat, bitte. Ihr schreit ja auch ab und zu, wir wollen jetzt mal ein Intel-System wiedersehen. Hier haben wir es. Sonst haben wir immer die 7800X 3D. Ist mal eine Abwechslung. Ach ja, und Stream und so weiter, über den natürlich auch überhaupt kein Thema. Und der kostet 515 Euro bei eBay über TechShop24. Ansonsten hätten wir hier halt noch Reichelt und NBB. Da kostet der auch überall so 515 Euro rum. Das Mainboard ist ein Gigabyte Z790 Aorus Elite AX. Bringt natürlich den Sockel 1700 mit. Wie soll es anders sein? Und den Intel Z790 Chipsatz, da könnt ihr sogar mit übertakten, wenn ihr das möchtet. Würde ich bei dem Prozessor aber sein lassen, weil sonst säuft er noch mehr und wird noch heißer und bringt nichts. Ansonsten haben wir gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier können bis zu 4 SSDs verbaut werden. Hier kommt die Grafikkarte rein. Dann habt ihr noch 2 Erweiterungsslots für eine Capture-Card, eine Audio-Karte, was auch immer ihr da reinschmeißen wollt. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Toslink, Mikrofon, Kopfhöreranschluss, Netzwerkanschluss, dreimal USB 3.0, USB Typ C ist mit am Start. Die Onboard-Grafikanschlüsse könnt ihr theoretisch benutzen, HDMI und DisplayPort. Wenn die Grafikkarte mal irgendwann abraucht, weil es ja kein KF ist, ist ja ein K-Prozessor, dann könnt ihr darüber noch ein Bild ziehen. Datensicher, ein bisschen was spielen, so E-Sports-Titel, das läuft normalerweise auch ohne Grafikkarte. Dann haben wir noch zweimal USB 3.1, WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss und viermal USB 2.0. Das ist schon ganz okay, das Board. Kann man machen. Habe ich jetzt nichts zu meckern. Full ATX, genug Erweiterungsmöglichkeiten. Ja, passt. Und das kostet 199 Euro bei Alternate, wo wir wieder beim Thema sind. Die Grafikkarte ist eine Nvidia GeForce RTX 3070 8 GB. Und hier steht jetzt halt die 3060 12 GB. Marke, Gigabyte, ja. Ich nehme die 3070 von Gigabyte mit 8 GB. Ich weiß auch nicht, wie sich ein Hersteller so einen Namen geben kann. Aber gut, so ist es halt. Müssen wir darüber reden, dass die halt auch schon ein bisschen älter ist? Ich meine, letztes Mal hatte ich ein System, da war eine ältere Grafikkarte drin, die aber besser war als die aus der aktuellen Generation. Bei der hier, die hat 8 GB Speicher. In Full HD mag das noch funktionieren. WQHD wird irgendwann knapp, da müsstet ihr bei AAA-Titeln auf jeden Fall die Texturdetails und so weiter runterstellen, damit der Speicher nicht so voll wird. Und 4K könnt ihr meistens dann eh vergessen, es sei denn, es sind E-Sports-Titel. Valorant, Overwatch, Counter-Strike und solche Sachen, das könnt ihr damit auch noch in 4K spielen. Ich verstehe auch nicht so ganz, es soll ein Gaming-PC sein, ihr habt einen 13900K drin, was das reine Arbeitstier ist, gerade auch für Grafikdesign, Videoschnitt und solche Sachen, und dann hauen die euch so eine Popel-Grafikkarte da rein. Das ist für mich eher so eine Art Workstation, wo ihr aber wiederum mal hier und da ein bisschen zocken könnt. Sonst wäre da eine 4080 oder so drin gelandet, dann macht es vielleicht eigentlich auch keinen Sinn, aber da macht es mehr Sinn als mit einer 3070 8 GB. Egal, den FPS dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ich finde das keine gute Wahl. Und die kostet auch immer noch stolze 479,90 Euro bei Snowguard. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB DDR5, 6000 MTS, 2x 8 GB. Ich nehme die 32. Also ich bin jetzt schon so nett und nehme die 32, wie eben schon angesprochen, allerdings CL40, weil Timings sind halt überhaupt nicht angegeben. 6000 MTS, jo, kann man mitnehmen, finde ich auch gut, dass sie es machen, also über der Spezifikation von Intel. Das ist auch so eine Art Sweet Spot, da wird es auf jeden Fall funktionieren. Ansonsten, ich hoffe, dass es 32 sind, das ist gerechtfertigt, 16 wären zu wenig und ja, die Timings wissen wir halt nicht. Es ist echt schade. Aber ich habe den mit RGB genommen, da habe ich drauf geachtet. Wichtig und richtig, bringt 3 FPS mehr. Und der kostet 114,90 Euro bei ComputerUniverse.net. Die SSD soll einmal M.2 SSD Festplatte mit 500 GB sein. Die haben auch mehrere Schriftarten hier drin, sehe ich gerade, ne? Wir haben auch eine Festpalte. Ach, meine Güte, egal. Wir nehmen die 1 Terabyte, weil ganz oben stand ja 1 Terabyte. Also es steht höher und das, ich nehme es einfach. Vergesst es. Was cool ist, wir wissen, es ist eine 980 Pro, laut dem Text. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 7000 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 5000 MB die Sekunde mit TLC-Speicher von Samsung selbst. 1 TB in dem Preisbereich auch viel zu wenig. Schnelligkeit, ja schön, brauchen Gamer theoretisch auch nicht so krass schnell, aber ihr könntet halt noch ein bisschen Geld sparen, wenn ihr eine etwas langsamer nehmt. 1 TB ist zu wenig, ist halt einfach so. Ist sehr schnell voll. Windows, Treiber, Discord, Spotify, Browser, Browser-Extensions, Mods, Spiele, 1 TB, ganz schnell weg.
und die kostet 102,21 € bei csvdirekt.de. Jetzt haben wir hier das Thema, Netzteil 800 Watt von Gigabyte, oben, wie ihr eben am Anfang gesehen habt, 850 Watt, deswegen nehme ich jetzt die 850er Variante. Die 50 Watt sind eh egal. Also macht jetzt den Braten nicht fett, läuft. Da es ja ein Aorus-PC ist, hoffe ich, dass es das Aorus-Netzteil ist. Wir haben 10 Jahre Herstellergarantie, 80 plus Gold-Zertifizierung und Vollmodularität, allerdings noch nicht den neuen Stecker für die neuen Grafikkarten dabei. Ist ja nicht schlimm, wir haben ja eine 3070 bzw. eine 3060. Die bringen beide noch nicht den 12-Volt-Halbbauanschluss mit. Aber es wäre halt schön für die Zukunft, dass man das halt hat und nicht diesen blöden Adapter benutzen muss. Ihr wisst, was ich meine. Ansonsten 850 Watt und Qualität ausreichend passt. Und das kostet 112,55 € bei Mindfactory. Der CPU Wasserkühler ist die Aorus WaterForce 360 Wasserkühlung. Hatte ich jetzt selber noch nicht im Test. Ist halt eine 360er Wasserkühlung, auf dem Prozessor auf jeden Fall auch ein Muss, wenn nicht sogar eine 420er, aber es ist schön, dass sie eine 360er genommen haben. 5 Jahre Herstellergarantie, bisschen RGB-Beleuchtung, pipapo. Lautstärke kann ich nichts zu sagen, weil hatte ich wie gesagt noch nicht da, aber technisch gesehen passt. Und die kostet 138,41 € bei Galaxus. Jetzt haben wir noch das Gehäuse hier, das ist nicht näher beschrieben, ich habe es aber rausgesucht. Und zwar ist das Gigabyte C301 Glass Black V2 Schwarz Glasfenster. Das bringt schon 320mm Lüfter in der Front mit, die RGB beleuchtet sind, und 120er hinten, ebenfalls RGB beleuchtet. Hat eine Mesh-Front, hat eine Glasscheibe, hat 4 Lüfter da drin. Oben kommt noch die Wasserkühlung rein. Der hat selber auch noch nicht da. Ist halt so ein Standardgehäuse, wie halt jedes zweite mittlerweile aussieht. Was auch gut ist. Also Mesh bringt schön viel frische Luft rein, Kühlung und so, gerade bei dem Prozessor. Die Grafikkarte wird nicht so warm, keine Sorge. Ey, sorry, ich muss das sagen. Also nicht, weil mich jemand zu zwingt, sondern einfach, das System überzeugt mich einfach nicht. Jetzt schon nicht. Aber so ist es halt. Ansonsten ist es cool, das Case. Müsst ihr selber wissen, ob es euch gefällt. Passt. Und das kostet 86,24 € bei Mindfactory. Was ich aber noch dazu sagen muss, ich weiß jetzt nicht, ob ich einen PC für über 2.100 € unbedingt in 86-Euro-Case schmeißen muss. Aber wie gesagt, ist eure Entscheidung. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 1.750,06 €. Und das System kostet bummelig 2.200 €. Da haben wir also einen Aufpreis von 450 € fürs Zusammenbauen. Obwohl wir immer die stärksten Komponenten genommen haben. Ich hätte jetzt lustig sein können und sagen können, hey, ich packe jetzt von jedem mal das Schwächste rein, was die da reinschreiben. Dann wären wir bei, was weiß ich, 1600 oder so gelandet. Aber ist sowieso uninteressant. Also ich weiß echt nicht, was das soll. Das Thema ist, wir hatten jetzt vor kurzem einen bei uns im Discord, der hat halt so einen Kraft-PC Gebrauch gekauft bei jemand anderen. Das war aber auch die Konfiguration, wie ich es in meinem Video gezeigt habe. Ist ja nicht das erste Mal, dass wir Kraft-PC machen. Und die Thematik war da einfach, er hatte, glaube ich, ich weiß es gar nicht, was der da hat. Ein 11.900K auf einem H510-Board, der sowieso gedrosselt war im BIOS. Die haben die TDP-Stufen runtergesetzt, weil das Mainboard das einfach nicht kann. Es war so ein Micro-ATX-Board ohne gekühlte Spannungswandler und so weiter. Und er hatte gefragt, ob er noch irgendwas upgraden sollte oder direkt auf eine neue Generation gehen sollte und dann nur die Grafikkarte weiterverwenden sollte und so. Da haben wir auch gesagt, das macht keinen Sinn mehr. Er kann sich natürlich ein teures Board jetzt kaufen aus einer alten Generation, Sockel 1200. Aber hat er auch nicht viel von. Da ist noch DDR4 und so. Also ganz komischer Laden. Und wie immer habe ich eine Alternative für euch. In dem Fall Krotos, der kostet 1.970 €. Hier stimmt auch das Bild. Meistens. Also ich weiß jetzt nicht, ob er gerade die XFX-Karte hier nimmt, ne? Aber meistens stimmt das Bild. Er gibt sich im Moment Mühe, dass er die Systeme wirklich 1:1 so abbildet. Wir haben erstmal als Gehäuse das Endorfi ARC 700 ARGB. Kennt ihr alle, Riesencase, Meshfront, auch 4 Lüfter, ist alles das gleiche. Der Prozessor ist ein 14.600KF. Wenn man den jetzt mit einem 13.900K vergleicht, hat man im Gaming 8,4% Verlust, beziehungsweise in der Produktivität, also Videoschneiden und Bildbearbeitung und sowas, 24%. Jetzt könntet ihr hergehen und sagt euch dann, hey, ich nehme für 140 € Aufpreis einen 14.700K, der ist circa gleich schnell und der PC ist immer noch günstiger als der von Kraft-PC. Denn wenn man einen 13.900K mit einem 14.700K vergleicht, sind die Werte ungefähr gleich. Ihr seht es, hier bei der Produktivität immer noch 3% langsamer, aber ihr seid viel aktueller unterwegs, wenn es denn unbedingt Intel sein soll. Wir bekommen eine 4070 Ti Super 16 GB. Gegenüber der 3070 doppelt so viel Speicher, wesentlich mehr Leistung. Und wenn ich sage wesentlich mehr Leistung, ist es wirklich wesentlich mehr Leistung. Bei der Rasterleistung sind wir 59% vorne gegenüber der 3070 mit 8 GB und im Raytracing 100,5%. Brauchen wir nicht drüber reden.
Die ist deutlich stärker, wirklich. Als Arbeitsspeicher haben wir 32 GB, DDR5, 6000 MTS, CL30, KIT 2x 16 GB. So stimmt's. CL30, 6000 MTS, 32 GB. Passt. Das Mainboard ist ein MSI B760 Gaming Plus Wi-Fi. Ist jetzt nicht das mega krasse Board. Das System kostet aber auch unter 2000 Euro. Da kann man das irgendwo noch verkraften. Also es ist kein MicroATX-Board oder sonst was. Es ist schon vernünftig, aber es gibt halt noch bessere auf dem Markt. Die SSD ist eine S70 Blade 2 TB. Die ist so schnell wie die Samsung. Und ihr habt doppelt so viel Speicher. Nicht 1 TB, sondern eben 2. Beziehungsweise vielleicht sogar viermal so viel Speicher. Weil das andere System eventuell nur 500 GB hat, was definitiv zu wenig wäre. Die Wasserkühlung ist ein Arctic Liquid Freezer 3, 360 ARGB, dickerer Radiator, definitiv dann auch stärker als die von Gigabyte, die Aorus Wasserkühlung. Weil einfach schon wegen der Fläche, wie die kühlen kann, das ist was ganz anderes. Hier ist auch ein 850 Watt Netzteil drin, Gold zertifiziert, genauso wie das andere. Ja, die Wärmeleitpaste, die haben wir auch mit reingenommen quasi in die Liste. Windows nicht. Weil hier ist nur eine Testversion vorinstalliert ohne Key. Dementsprechend berechnen wir das nicht. Und schauen wir uns da die Liste an. Haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, die Wärmeleitpaste, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.731,19 Euro. Und das Ding kostet halt 1.970 Euro. Da habt ihr jetzt einen Aufpreis von knapp 240 Euro. Ist kein Schnapper. Habe ich auch nie behauptet. Ist nur eine Alternative. Ihr habt einen geringeren Aufpreis, ein viel besseres System. Ist trotzdem noch günstiger als das andere System. Es gibt mit Sicherheit auch noch Alternativen bei Dubaro oder Systemtreff oder MyPC oder sonst wo. Da könnt ihr gerne nochmal schauen. Aber das hat mich jetzt halt so angesprochen direkt. Und wir müssen auch mal ein bisschen rotieren. Ständig haben wir Dubaro da stehen. Jetzt mal nehmen wir mal wieder Krotos. Beim nächsten Mal vielleicht MyPC oder so oder Systemtreff, whatever. Ich wollte jetzt nicht immer wieder Hardware-Deals-Edition, Hardware-Deals-Edition, Hardware-Deals-Edition machen. Und das ist halt auch noch keine Abzocke bei dem Preispunkt. Wenn es bei 400 bis 500 Euro ist, dann ist das schon sehr viel. Hier sind es halt diese 240 knapp, das ist noch in Ordnung. Ja, und das Teil könnt ihr völlig in die Pfeife rauchen, wenn es nach mir geht. Ihr könnt ihn auch gerne kaufen, mehr Latte. Aber ich würde es nicht machen. Gut, das wäre es dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.